Leute, Was ihr geht? merkt schon, das ist ein bisschen ein anderes Video als ein Musikvideo. Heute habe ich eine Iced Out Watch an. So, was ich an dir jetzt feier, ist dein Schmuck. Auf jeden Fall, ich wollte euch mal heute erzählen von meinem schlimmsten Shisha-Bar-Besuch. By the way, ich bin leidenschaftlicher Shisha-Raucher. Ja, das merkt man. Das merkt man auf jeden Fall, ja. Wie ihr bestimmt schon merkt, ich bin ein bisschen krank, ich bin ein bisschen angeschlagen. Aua, aua. Auf jeden Fall, egal. Ich wollte euch heute von meinem schlimmsten Shisha-Bar-Besuch erzählen. Einfach so, hab keine Videoideen gerade, okay? Hey, vielleicht du mach doch noch einen neuen Song. Ja, irgendwann beruhigt euch, okay? Beruhigt euch, okay? Auf jeden Fall, der schlimmste Shisha-Bar-Besuch war bei mir. Also ich werde die Shisha-Bar, ich werde den Namen nicht erwähnen, aber auf jeden Fall. Ich war da mit meiner Freundin, es war auch, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das Frühling war oder so Herbst. Es war auf jeden Fall so eine Jahreszeit, wo es mittags heiß war, aber abends war es eiskalt. Und wir saßen, also wir sind mittags halt da angekommen. Es war halt übelst warm. Aber später wurde es halt übelst kalt, okay? Wir saßen da, das war alles übelst, komplette Katastrophe. Wir saßen da, ich sag so... Ich würde gerne Cold Peach mit Ocolom rauchen. Und dann sagt er einfach so zu mir, haben wir gerade nicht da. Ich denke mir so, okay, das sind eigentlich Standard-Tabaks, die müssten wir eigentlich da haben. Dann wollte ich halt dann halt Pink Lemonade, okay? Ich meine, ich kann es verstehen, wenn die Pink Lemonade nicht haben, weil das hat nicht jeder. Und ja, hat er halt auch gesagt, nö, haben die nicht. Ich denke mir so, ja, okay, was mache ich jetzt? Ja, dann nehme ich halt 187 B-Tribes. Also wenn mir jetzt gerade nichts einfällt, welchen Tabak ich rauche, dann rauche ich immer 187 Beach Vibes. Meine Freundin hat sich auch was bestellt, ich weiß nicht mehr was. Auf jeden Fall, wir warten da so die ganze Zeit auf unsere Shishas. Ich warte schon so eine halbe Stunde warte ich auf die Shisha, gell? Und dann frage ich mal so die Kellnerin, jo, wurden wir vergessen oder wo ist die Shisha? Wo? Auf jeden Fall hat sie dann gesagt so, oh ja, sorry. Dann kommt halt gerade der Typ, der die Shishas macht. Dann sagt die halt einfach so zu ihm, ja, machst du einmal kurz Beach Vibes für ihn und für sie? Was war's nochmal für sie? Alter, was ist das für eine Kellnerin? Die hat ja gar nichts gehabt. No front. Auf jeden Fall haben wir dann irgendwann mal so nach 40 Minuten endlich die Shisha bekommen, okay? Und ja, die kam nicht angeraucht an. Der Tabak, ich weiß nicht, was der gemacht hat, aber der hat anders geschmeckt als sonst. Beach Vibes schmeckt eigentlich immer. Ich weiß nicht, was der gemacht hat. Ob das überhaupt Beach Vibes war oder was weiß ich. Es war auf jeden Fall ekelhaft. Er hat nicht angeraucht. Und dann irgendwie so nach 10 Minuten denke ich mir so, ey, da kommt irgendwie kein Rauch. Ist da überhaupt Tabak drin, Alter? Oder rauche ich den Kopf pur mit Luft gefühlt? Egal, dachte ich mir nichts weiter dabei. Die Shisha von meiner Freundin war ganz okay. Dann auf einmal, es wurde kälter, okay? Meine Freundin friert. Mir ist auch etwas kalt. Dann, ich sehe so drin, ah, okay, da sind Sitzplätze frei. Da frage ich so mal die Kellnerin so, ey, können wir uns vielleicht drin setzen, hier ist übelst kalt. Die hatten da Türsteher, sagt sie zu mir so, ja, frag einfach mal den Türsteher da hinten. So, ja, okay, alles klar, ich laufe zum Türsteher hin. Ich frage so, jo, können wir uns da reinsetzen, meine Freundin, ist es kalt, es ist ein bisschen kalt draußen. Hier sind freie Sitzplätze frei, können wir reinsetzen. Dann sagt er zu mir, okay, er sagt eiskalt zu mir. Diesen Satz, was er zu mir gesagt hat, das werde ich niemals aus meinem Kopf rausbekommen. Ich werde das niemals irgendwie aus meinem Kopf rauskriegen, weil das, was er zu mir gesagt hat, das habe ich noch nie erlebt. Dafür setze ich auch kurz die Brille ab. Ich habe das noch nie erlebt. Er sagt zu mir eiskalt, ja, du kannst dich gerne reinsetzen, es kostet halt 30 Euro pro Person. Und das hat er halt ernst gemeint. Guck mal, 30 Euro pro Person, um von da nach da zu sitzen, zahle ich doch keine 60 Euro. Ich zahle doch keine 60 Euro, wenn ich mich umsetzen will, von da nach da. Und er hat das wirklich total ernst gemeint. Ich habe so zweimal einen geschockten Blick gemacht. Also ich hatte nicht einfach mal so kurz einen geschockten Blick, so einmal so, sondern ich hatte zweimal so einen doppelten Blick, so, weil erstmal so die 30 Euro und dann nochmal pro Person. Und dann so, ja, okay, dann bleiben wir halt draußen. Ist okay, ja, bleib mal halt draußen. Nach 5 Minuten sind wir einfach gegangen. Ich werde jetzt nicht sagen, welche Shisha-Bar das war, aber das kann man doch nicht machen. Sag doch einfach, ja, ihr könnt da drin sitzen. Ja, vor lauter Aufregung, dann setze ich mir ja schon fast wieder die Brille auf. Ich zahle doch auch. Das Ding ist, wir nehmen immer zwei Shishas. Und die Shisha da ist übelst teuer.
Ich bin rich. Die Shisha, die kostet zwischen 16 und 20 Euro. Eine Shisha, die komplett Absturz war. Nicht angeraucht, nicht geschmeckt. Da hab ich gefragt, ob da überhaupt Tabak drin ist. Keine Rauchentwicklung. Nichts. 60 Euro, um von da nach da zu sitzen.